Hallo. Ich habe schon die Kamera ein bisschen umgestellt, deswegen wundert euch nicht, dass ich jetzt hier so ein bisschen komisch sitze. Rie kommt auch schon angelaufen. Der weiß schon, was ihm blüht. Ich hoffe, ihr könnt mich hier so ein bisschen verstehen, weil ich habe leider kein Funkmikro oder sowas. Das heißt, ich habe hier einfach diesen Mikroarm so weit nach vorne geklappt, wie es nur geht. Wenn es irgendwann einfach kracht, dann ist er vielleicht kaputt gegangen. Ton passt. Habt ihr Ricky auch schon ein bisschen weinen gehört? Aber ja, er weint jetzt schon. Wie soll das noch werden? Tastatur auf meinem Bauch. Was, der Gürtel? Oder hast du eine Kette als Tastatur? Man weiß es nicht. Heinz Harz lebt ein komisches Leben. Ach, der Gürtel. Ja, normalerweise gehe ich ja immer so raus. Hey Leute, aber ich habe heute meinen ganz normalen Gürtel angezogen. Mann, ist das bescheuert. Hey. Ja, aber ich habe hier natürlich schon eine neue Szene eingerichtet, damit ich das gleich gut zeigen kann. Denn, wie ihr möglicherweise schon bei meinem krassen Clickbait gemerkt habt, habt ihr coole Orte zum Spazierengehen. wird es heute um Bürsten gehen. Bürste, Bürste, Bürste wollte ich erst im Stream nennen. Hab dann gehofft, möglichst viele Leute haben, ist ein Legastheniker. Clickbait hat funktioniert. Sehr gut. Aber ich habe das Gefühl, ich habe ja auch die Leute mit dem besten Namen. Winzi Bumpfi. Heinz Harz. Und der Marzipan-Hans schon wieder. Der Marzipan-Hans ist hier schon wieder da. Oh, Herr Puddings. Dankeschön. Warum mag der Hund das Bürsten nicht? Das weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, weil er so langes Fell hat. Und das vielleicht auch nicht so gelernt hat als Welpe oder sowas. Ich hänge hier wie ein Schluck Wasser in der Kurve, das stimmt. Weil ich habe Ricky ja erst bekommen, da war er schon so 7, 8 Monate alt. Und normalerweise fängt man oder lernt man mit so kleinen Hunden mit langem Fell das schon, wenn sie jünger sind. Ich nehme mal an, dass das nicht gemacht wurde. Deswegen mag er es jetzt nicht so mega geil, aber finde es jetzt auch nicht so schrecklich. Schnitt! Gleich sitzt er hier. Oh Gott! Ich weiß nicht, wie das bei Katzen ist. Ob man da das auch anfängt, mit denen zu lernen, wenn sie klein sind? Ui. Hier geht es um Denzel. Was Denzel macht? Oh. Das weiß ich gar nicht. Im Moment ist Denzel donnerstags, freitags am Start. Ich glaube, also morgen ist er auch wieder da. Da wird doch. Was wird denn gespielt? Ne, Halo, da ist er nicht dabei. Nächste Woche gibt es den SIF-Gipfel. Da müsste er dabei sein. Aber ich weiß nicht, ob Denzel jetzt noch weitere Zocksachen geplant hat. Schaust du Seven vs. Wild weiter? Ja, am Freitag. Stammträger aus einem Tierheim. Meistens findet man nicht so viele reinrassige Shelties in Tierheimen. Ich hatte erst versucht, ein Sheltie aus so einer Not-Sheltie nennt man das denn? Shelties in Not zu bekommen, aber da war kein Rankommen. Da waren die Ansprüche so hoch, die man erfüllen muss, um da einen Sheltie aus der Not zu retten. Offenbar braucht man ein eigenes Haus, das ich leider keinen retten konnte. Von daher hatte sich das dann auch erledigt. Kann auch an der Bürste liegen, wenn es eine recht starre Bürste ist, zwickt das auch. Also ihr werdet es gleich sehen, er hat eigentlich recht langes Haar, was sehr schnell auch verfilzt. Das ist möglicherweise das Problem auch. Selbst wenn ich jede Woche bürste, merkst du immer so ein bisschen, dass man da ein bisschen was rauskämmen muss. Also es ist nicht so einfach nur drüber. Dann fängt das vielleicht besser. Also es zieht wahrscheinlich auch ein bisschen.
Wieso nimmst du nicht beim SIF-Gipfel teil? Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Das ist möglicherweise ein Grund. Wann wird Seven vs. Wild weiter? Oh, da ist ja der Fabi Grani. Warum ist Fabi Grani noch kein VIP? Warte mal. So. Ich hoffe, das war jetzt auch der richtige Fabi Am Freitag wird es weitergeguckt. Heute erscheint ja erst die neue Folge Fabi Grani. Und Fritz Meinecke hat darum gebeten, dass man die erst 24 Stunden auf YouTube stehen lässt und dann im Stream kommentieren darf. Wieso bin ich noch kein VIP? Fragt Muhi. Muhi war doch der Troll letztens. Muhi war doch der Jahrgang 95er. Der Schlawiner, glaube ich. Krugi auch nicht? Was doch? Guck mal, müsste eigentlich VIP sein. Ich gebe es mal wieder nochmal ein. Ist bereits VIP, ja. Nee, Folge 5 und 6 gucken wir dann zusammen. Weil eine Folge geht ja so ungefähr. Ach so, ach wegen SIF meinst du? Aber der lernt das ja gerade. Ich glaube, der lernt es gerade im Stream. Hat schon so ein paar Sessions gemacht. Genau, also eine Folge von Seven vs. Wild geht jetzt ungefähr eine Stunde. Deswegen warte ich immer, bis wir so zwei Folgen haben. Dann kann man direkt so zwei Stündchen am Stück machen. Kaufen Mara jetzt ein Haus, damit sie ganz viele Hundestreams machen kann? Also ich habe ja jetzt mittlerweile einen Hund. Das war ja nur der Grund, warum ich am Anfang keinen Sheltie aus der Not retten konnte, weil ich kein Haus habe. Bürsten-Content. Ich glaube, Los Knallos kommt hier immer rein und fragt, wo ist denn der Content, der im Titel steht? Muss man immer ein bisschen kurz warten. Ja, es wurde eine nackte Bürste versprochen und hier ist sie. Also. Krogi hat in einer Woche über 20 Stunden SIF trainiert. Oh. Wir haben Mini-Aussies, Geschwister. Sie hat super, mega pflegeleichtes Fell. Bei ihm verfilzt einfach alles. Man muss sie schon am besten viermal am Tag bürsten. Ja, das ist sehr unterschiedlich. Auch was die Zähne betrifft. Bei manchen richtig krass Zahnstein von den Shelties, bei anderen überhaupt nicht. Poggers. Der Bürstengag, der wird einfach nie alt. Ich habe in einer Woche über 20 Stunden gar nichts trainiert. Glückwunsch, Fabi Grani. Ich habe jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, wer von euch gestern beim, bei, jetzt habe ich schon den Namen vergessen, Crusader Kings dabei war. Das war wirklich, also da sind Sachen passiert, das sind die Abgründe der Menschheit wirklich. Bei Crusader Kings werden da offenbart, habe ich das Gefühl. Man muss auch immer so unglaubliche Entscheidungen treffen, wenn man so umbringt. Na gut, man kann es natürlich auch als ehrenwerte Person spielen, aber dadurch, dass ich ja Gollum spiele, wird vielleicht hier und da jemand hingerichtet. So ab 200 Stunden ist man bei SIF dann langsam auch kein blutiger Anfänger mehr. 200? Mal sagen, Gollum hat keine Ehre. Richtiger Ehrengollum. Herkules ist schon wieder frech. Entführen oder nicht entführen, Vaterschaft hinterfragen. Ja, wir haben ja schon mit einem Druckmittel uns eine Konkubine geschnappt, weil sie bucklig war. Das hat natürlich gut gepasst zu Gollum. Ja, die Bürste muss ausgepackt werden. Ja, du hast ja recht. Kunstlose Brotdose. Dass ich auch immer eure blöden Namen so sagen muss, als wäre das so ein echter Menschenname. Ich glaube, das ist der maximale Troll. Dass wenn man dann jemanden aus dem Chat ansprechen will, dann musst du halt immer sagen, ja, du hast recht, kunstlose Brotdose. Es ist vollkommen richtig, was Muhi 1995 sagt. Warum nennt ihr euch denn nicht einfach Michael und Lisa? Das ist ein echter Name. Pappkarton, Katakomben, ich werde da verrückt.
sind teilweise noch Zungenbrecher hier. Otto. Ja, so könnte nämlich heißen. Ach Mann, ey. Ich hoffe, das passt gleich alles. Oh Gott. Mit dem Bild. Mein Internetname ist tatsächlich phonetisch mit meinem echten verwandt. Heißt du vielleicht Hendrik? Guni Hendrix. Gesichtsbob. Mit so einem Gesichtsbob reden. Spaghetti Pizza, na gut. Erik Danielski geht noch. Haggis McMuffin, so jetzt reicht's mir. Ihr könnt euch ja vielleicht denken, wenn wir bürsten, dann können wir das nicht im Wald machen. Deswegen passt mal auf, wo wir hingehen. Haltet euch fest. Wir sind drin! Wir sind im Haus! Es ist auch Obst im Haus, aber nicht im Bild. Was ist denn das für ein Bunker? Ich habe irgendwas. Ich habe was Shelterhaftes gesucht. Das ist tatsächlich Fabius Shelter aus Folge 6. Und wo bist du? Ja, Moment. Hört hier eine Musik und Firecrackling? Das ist meine erste Frage. Das hatte ich nämlich eigentlich eingestellt. Ja. Und ist meine Stimme. Warte, ich stelle mich mal hin, wo ich eigentlich stehen werde. Hört ihr mich jetzt noch gut? Sieht aus wie ein Bunker. Sieht ein bisschen nach Escape Room aus. Ja, es brennt ein bisschen. Das ist was leise. Okay. Moment. Dann muss ich mal hier noch ein bisschen was draufpacken. Filter. Ich habe einen Limiter drauf. Moment mal, Audioverstärkung. Mach ich mal auf 6. So, jetzt stehe ich wieder da, wo ich stehen würde. Test, 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 bla bla bla. Musik zu laut. Oder sagt das jetzt nur wieder der Marzipanhans? Ich weiß nicht, ob ich auch den Marzipanhans hören will. Der Bunker spricht. etwas laut. Stimme ist gut. Passt für mich. Musik top. Musik kann müleisern. Okay, Moment. Mü. Ich glaube, das ist jetzt ein müleiser. Tatsächlich etwas laut. Ja, was denn jetzt? Die Musik oder ich? Was Spreit sagt. Sehr viel Hall, ja. Ich glaube, das kann ich nicht verhindern. Also ich kann halt nur so hier stehen, weil ich kein Funkmikro habe. Alles gut, okay. Dann mache ich mal hier. So, hier ist schon der Stuhl. Steht schon der Stuhl bereit. Oh, Mr. Kuschelig. Da hinten sitzt er. Was ich draufsetzen soll. So, Mr. Kuschelig. Seht ihr das Gesicht? Er hat schon keinen Bock. Reggie? Willst du ein bisschen gebissen werden? Na komm, mal stehen. Komm, Hobby. Guck mal. Ui, guck mal. Manchmal leuchten die Augen so creepy, weil da die Lampe ist. Er ist kein Geisterhund, wollte ich an der Stelle einmal sagen. Mäuschen. Ja, so ganz. Jetzt will er wieder weg. Aber das geht natürlich nicht. Das geht natürlich nicht. Denn jetzt wird gebürstet. Wie euch versprochen wurde,
Wie alt ist er? Der ist 9 Jahre alt, wird im Februar 10. Ey! So. Ein Sheltie. Guck mal. Ich habe ja auch ein bisschen was zu essen für ihn hingestellt. Kriegt er auch hier und da was. Wie viel der wiegt? So 10 Kilo? Richtiger Rentner, ja. So, und jetzt, wie euch versprochen wurde, hier ist die nackte Bürste. Hier ist der haarige Typ. Los geht's. Moment, ich mache mir mal hier noch den Chat ein bisschen größer. Und streame Recon und Paddel. Ja, er heißt Paddel. Hier zusammen Kanu fahren und dann können wir gucken, ob die zusammen streamen. So. Auch so was Herrigs in der Wohnung ist nur leider ein Mensch, oh je. Okay, wir machen hier erstmal so ein bisschen ganz grob. Er hat schon so einen Blick von Get the fuck away! Steht sich Recon mit Pöttl? Recon und Pöttl haben sich noch nie getroffen. Recon klaut immer nur die Sachen vom Pöttl und isst die dann. Ist das ASMR? Weiß ich nicht. Hört man die Bürste? Weiß sie jetzt, wie eine nackte Bürste klingt. Okay, erstmal hier schön. Ich glaube, was andere als Kinderwunsch verspüren, habe ich als Hundewunsch. Man hört die Bürste. Oh. Ja, dann ist es ASMR. Dann habt ihr ja noch ein bisschen das. Hört ihr auch noch die Musik? Das Kaminfeuer. Die schöne Musik. Und das Geräusch einer nackten Bürste. Recon? Recon, ich wollte dir nur einmal sagen. We're no strangers to love. You know the rules, and so do I. Mach am Anfang immer erstmal so ein bisschen die. Ja, guckt. Bisschen die Knoten raus, die hier so oberflächlich sind. Muss man schon einmal die Woche machen. Ansonsten wird es sehr filzig. Willst du dich jetzt hier hinten liegen dabei? Komme ich doch hier nur an den Rücken. Ja, hier in der Schüssel ist ein bisschen was zu essen. Gehst du auch mit dem zum Hundefriseur? Ja, du bist gerade live dabei, wie ich zum Hundefriseur gehe. Welches Tier würdest du denn besitzen, wenn du eins haben könntest, Gaius? So, hinter den Öhrchen ist auch immer, da muss man auch vielleicht mal schneiden. Nintendox Next Level ist das. Hinter den Öhrchen ist auch meistens nur so eine Stelle, die ein bisschen verfilzt. Kleiner Drache. Ja, ganz geil. Und da muss man natürlich jetzt hier aufpassen, dass ich nicht aus Versehen Ohr abschneide. Das wäre ja dann eher unangenehm. So. Da ist der Filzknopf. Meine Miez ist beim Bürstversuch schon weggerannt. Ich glaube, bei Katzen ist es noch schwieriger. Rückkehr der Bürste. Dankeschön, Aurox. Ach, ich habe, glaube ich, ja, ich habe nicht alles abgeschnitten. Ist noch was. Hier ist noch so ein kleiner Filz. Ein Filzlaus. So.
Bürste Trigger nochmal machen. Ja, das gucken wir mal. Ich hab ja keine Hände. Du Schweinehund, guckt euch das mal an. Ich hab nicht mal Finger. So. Na, Rigi. Ja, wenn man hier und da ein bisschen was bekommt, dann kann man das doch auch mal machen lassen, hä? Meine Katze schaut genau wie Rika und dann lässt es über sich ergehen. Ich habe hier zwei verschiedene, da sieht man's. Zwei verschiedene. Man sieht so ein bisschen, ne? Die einen sind so ein bisschen gekrümmt, die anderen sind gerade. Mit den gekrümmten Zacken hier kann man besser was rauskämmen. Dieses Unterfell muss ja hier rausgekämmt werden. Kann ich euch gleich mal zeigen, wenn ich hier ein bisschen was beisammen habe. Rikons Haare könnt ihr dann später kaufen. 49,99 pro Bürstenmenge. Kann ich so kleine Kissen euch rausmachen. Und ja, die könnt ihr dann zu Weihnachten verschenken. Wäre das nicht was? Wäre das mal nicht ein Weihnachtsgeschenk? Besser als das Badewasser. Das Badewasser gibt es dann noch on top. Was meint ihr, was würden eure Eltern sagen, wenn ihr einfach mal so einen kleinen, wie so Rikon-Haare in einem Socken schenkt und dazu ein bisschen Badewasser? Oder von euch selber könnt ihr auch machen. Könnt ihr sagen zu eurer Mutter, ihr habt gesehen, das ist jetzt auf Twitch erfolgreich, dass da Leute Badewasser verkaufen. Deswegen verschenkt ihr jetzt an eure Mutter Badewasser von euch selbst. Das ist doch etwas, oder? Was habt ihr so für Mütter? Welche, die sagen, ich glaube, du spinnst und hauen einen mit einem Pantoffel ins Gesicht? Oder eine, die sagt, oh, danke. Meine Mama weiß, dass ich spinne. Schön die Kartoffel ins Gesicht. Ja, ich war jetzt so gewohnt, Kartoffel zu sagen. Ihr Boden wäre, ja, weiß ich nicht. Ja, es geht, glaube ich. Er scheint sich hier schön einzukuscheln. Es ist nur schwieriger zu bürsten auf dem Stuhl. Meine würde fragen, was Twitch ist. Was hast du denn für eine Hündin, Kalli? Das Problem ist, wir müssen ja gleich mal auch mal an den kleinen Bauch ran. Das mag er immer am wenigsten. Aber ich müsste jetzt auch mal... So, kleiner Mann. Was Seite habe ich hier? Er lässt sich schon so fallen. Mehr ist die Beine. Guck mal. Oh, hier ist ein Strubbelbein. Ihr seht schon, hier sind ganz strubbelige Strubbelbeine, wo ich hier gerade bin. Da muss man ganz dringend bürsten. Beine mag er auch überhaupt nicht. Er liebt es, oh ja. Hier sehen wir jetzt schon ein bisschen. Haben wir schon ein bisschen was. Na, wie viel bietet ihr? Wer hat Lust auf diese Fellmaus?
Ich sammle sie mal für euch. Die verkaufe ich dann später für 40 Euro. 20 habe ich gesehen. 20. 350 von Forbo Jockel. Damit ist es verkauft. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Forbo Jockel. Herzlichen Glückwunsch. Ich schick's im Brief. 1 Million, sagt du. So. Leider zu spät, du. Ich hab schon für 350 verkauft. So, ich würde auch gerne mal hier vorne das Weiße kämmen. Hey. Ich hab versucht alles. Oh, Mr. Miesfies hat auch seine Hunde gebadet und gebürstet. Mr. Miesfies, wo warst du denn gestern, als wir Crusader Kings gespielt haben? Du hast schon wieder ein Kind bekommen. Mr. Miesfies war so ein bisschen, ist so ein bisschen in die Rolle der Ehefrau von Gollum geschlüpft. Du hast jetzt noch ein drittes Kind. Das heißt Knödel. So. Okay, auf jeden Fall hinter den Ohren. Ah, hier zieht es ein bisschen. Was sagt Schuhn? Rick, kannst du mir die Haare schneiden? Oh je. Mies wie seine Besuch vom Storch, so nämlich. Ich bin neulich in deiner Heimat gewesen, was ist denn mit dem Wald passiert? Der gemeine Borkenkäfer ist da eingefallen. Da wurde sehr, sehr viel abgemacht. Es sei denn, du bist irgendwo vorbeigefahren, wo Hauberg gemacht wird. Da ist es ganz normal, dass der bald alle, keine Ahnung, alle 20 Jahre oder so niedergemacht wird. Ich könnte ja mal eine RBTV-Hundeshow machen. Gibt es eigentlich einen nicht gemeinen Borkenkäfer? Ja, das frage ich mich auch. Kein Hauberg, ganz ein Fichtenblatt. Ja, die Fichten sind besonders anfällig offenbar für dieses Vieh. Hat er richtig gewütet. Hey! Müssten noch mal an den Bauch dran. Hm? Müssen wir mal aufstehen? Komm, es gibt auch noch mehr hier was. Guck mal. Piggy. Da kann man Bauch hier noch sitzen. Nehme ich mal die Seite, die weniger zieht. Ja, damit kämmt man natürlich auch nicht so gut die Sachen raus mit der weniger ziehenden Seite. Mal das befeien. Ach, ich gehe meistens so einmal in der Woche. Aber du kannst nicht, kannst du das nicht so sagen, für jeden Hund ist das meistens anders, je nachdem, was sie für ein Fell haben. Und ich habe ihm im Sommer einmal das Fell komplett abgemacht, macht man normalerweise auch nicht bei Shelties. Aber ich wollte es einmal komplett alles schön machen. Und den auch mal sehen, wie er aussieht mit ganz kurzem Fell.
Und da war wirklich sehr, sehr kleines, dünnes, spindeldürres Gerippe. Wie oft wird Rico gebadet? Das mache ich eher seltener. Also wenn er irgendwo reingelaufen ist, also wenn er wirklich dreckig ist, so. Weil das lange dauert, bis er ganz trocken ist. Nicht genial, dass man einfach sowas streamen kann, also etwas, was so wie so gemacht werden muss und das dann direkt mit einem Stream und vielen netten Menschen verbinden. Ja, das finde ich cool. So sieht's aus. So, also der Rücken ist eigentlich schon. Ich gehe dann immer, wenn so gegen den Strich mal so ein bisschen hier lang, ob man irgendwo das Unterfell noch sieht. Also das tote Fell, das ist quasi so ein bisschen, hat eine andere Farbe. Das ist dann, sieht dann so gräulich aus wie hier. Das bist du. Das muss weg. Genosse Gönjamin, ein weiterer guter Name. So. Das sieht hier schon mal alles ganz gut aus. Bezahlt Rico dich für deine Dienste? Der bezahlt mir nichts. Der bezahlt mir absolut nichts. Ich kann ihm Miete bezahlen, ich kann ihm Essen bezahlen, ich kann ihm hier seinen Rücken bürsten. Und was kriege ich? Das Gesicht. Ich muss mir gerade vor Augen führen, wie ich meinen Feierabend verbringe. Ja, Herkules, das ist aber dein Content. Wenn du den Namen hast, dann ist klar, dass du so einen haarigen Stream dir anguckst, oder? Hättest du das nicht vorher gedacht? Ich habe das letztes Mal gemacht, da habe ich nicht die den Stuhl abgedeckt und das ist so ein Filzstuhl, da die Haare wieder rauszukriegen. Heieiei. Wie viel Auslauf brauchst du und Schelte? Ich glaube, das ist auch unterschiedlich. Also bei ihm, er ist jetzt nicht so der Riesen draußen rumrenner. Also da gehe ich dann morgens, mittags, abends und abends, also nach der Arbeit, dann eine längere Runde. Das reicht ihm eigentlich. Hm? Ich will nur mal gerne was essen. Guck mal. Das ist von Herkules. Dankeschön. Rikon schon als Welpe so entspannt. Wie gesagt, ich hatte ihn nicht als Welpe. Ich habe ihn erst so mit 7, 8 Monaten bekommen. Also so als Junghund. Aber er war am Anfang extrem. Markumu! Dankeschön. Er war am Anfang extrem schüchtern und ängstlich, hatte sehr große Panik draußen. Ich glaube, er wurde einfach nicht richtig sozialisiert so am Anfang, deswegen mussten wir da sehr viel nachholen. Hatte sehr viel Angst vor allem. Und auch jetzt mittlerweile, jetzt ist er halt immer noch ein sehr, sehr schüchterner Hund. Eher sehr, sehr leise, sei denn er bellt so einmal im Stream. Und jetzt auch nicht so der krasse Draufgänger, aber er hat zumindest keine panische Angst mehr vor allem Möglichen. Und ich glaube, das ist so das Beste, was man erreichen konnte. Hat Forbo, hast du den schon mal getroffen? Ich weiß es gar nicht bei Forbo. Leiser Shelty, das wünsche ich mir für meine auch mal. Ich habe das Gefühl, sobald ein anderer Hund bei ihm dabei ist, dann dreht er komplett in die andere Richtung. Dann ist er wirklich nur noch am Bellen und hängt sich da dran und so, also wenn er alleine ist. Dann geht's. Ja, einmal und da ist er von mir weggelaufen. Ja gut, sounds like record. Er ist ein sehr großer Möhrenfreund. Also wenn ihr zufällig eine Möhre in der Tasche habt,
an Rickon vorbeilauft. Ich glaube nicht, dass er das nicht merkt. Normalerweise mögen mich Hunde. Ja, also er ist halt nicht wie ein typischer Hund. Also er geht auf gar keinen Fall einfach zu Leuten hin, die er nicht kennt und freut sich oder so, wie Hunde das normalerweise machen. Das macht er überhaupt nicht. Also er geht eigentlich nur zu Leuten hin, die er schon irgendwie ein bisschen kennt oder die eine Möhre haben. So. Na komm, kriegst du noch was. Guck mal hier, ein Leckerchen für Schuhen. So. Seitdem ich bei der Post gearbeitet habe, hat sich mein Bild zu Hunden geändert. Oh Gott. Oh, wurdest du da schon angefallen? Bonkiller 33. Schon wieder so ein Name. Er schlägt einem gern die Hände. Oh ja, das stimmt. Ich habe es noch nicht ausprobiert, wenn jemand sich komplett als Möhre verkleidet. Wahrscheinlich wird er dann richtig anfangen zu bellen. Mehrmals verfolgt und gebissen. Oh Gott. Waren die einfach im Garten draußen oder was? Oder wo waren die? So, der Rücken ist, glaube ich, jetzt schon mal ganz gut gebürstet. Dann habe ich hier mein schönes Liquid Silk Spray. Für seidenes Haar. Guck mal her. Das können wir schon mal auf den Rücken machen. Riecht aber gut. So, jetzt lässt sich das noch schöner kämmen. Ich hatte leider als kleines Kind eine negative Erfahrung mit einem Hund. Eigentlich nicht dramatisch, aber hat mich leider wohl geprägt. Oh. Was ist denn da passiert? Ich hatte auch während er schon da war, zwei Hunde teilweise. Noch eine Schäferhündin, eine belgische Schäferhündin. Und da kann ich auch vorstellen, dass Leute Angst vor der hatten. Also die war ungefähr doppelt bis dreifach so groß und komplett schwarzes Fell. Und wenn du irgendwas gemacht hast auf Rädern, Liner fahren, Fahrrad fahren, so Roller fahren oder so, da ist sie ausgerastet. Die hat leider mal eine schlechte Erfahrung gemacht als Welpe. Wurde sie geärgert von einem fahrradfahrenden Kind. Und seitdem hat sie alles gehasst, wo Räder dran waren. Ach, das war furchtbar. Das war furchtbar. Die Schäferin von meinem Opa hat mich immer umgerannt mit 5, einfach um mich zu ärgern. Oh Gott. Jede gleich Schäfer und was? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die belgischen Schäferhunde verdrecklicher sind als die deutschen. Deutsche Schäferhunde sind komplett bescheuert. Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube, bei den belgischen gibt es ja 4 verschiedene. Einmal mit, also zweimal mit langem Fell, in braun oder in schwarz. Einmal mit so Locken und einmal mit dem ganz kurzen braunen Fell. Und das sind die letzten, sind Mallis, die auch bei der Polizei eingesetzt werden. Und ich glaube, da sind auch sehr, sehr viele dabei, die eher schwierig sind. Und die anderen Unterarten von belgischen Schäferhunden sind jetzt auch keine Anfängerhunde. Aber ich glaube, mit so einem Malli, den würde ich jetzt nicht nehmen, wenn das mein erster Hund wäre. Kommt auch drauf an, worauf die gezüchtet sind, auch bei den deutschen Schäferhunden, ob das so eine Showlinie ist, also auf Aussehen gezüchtet, oder eine Arbeitslinie. Auf bestimmte Aufgaben gezüchtet, dann sind die auch nochmal vom Verhalten anders. Den Tag musst du mit Rickon rausgehen, ich gehe dreimal, morgens, mittags, abends.
Einer von meinen Kleinen ist erst 5 Monate alt, er ist groß wie Rigons Kopf. Was sind das für einer? Ich will schon immer ein Shiba oder ein Weimaraner. Beides leider keine Anfänger. Oh ja. Einfach nur wegen des Aussehens, Lord Löch, oder was? Nee, sind beides nicht keine einfachen Rassen. Dann lieber ein Sheltie, Lord Löch. Ach, ein Chihuahua. Er kann auch bellen. Rinkon, hey, wo sollst du sitzen bleiben? Na, so richtig bellen. Kriegen wir gerade nicht. Aber er kann eigentlich auch auf Kommando bellen. Ja, Nordlöch Weimaraner ist halt ein Jagdhund. Und Shibas sind so ein bisschen die Autisten unter den Hunden, kann man sagen. Sehr, sehr schwer zu erziehen, machen sehr viel ihr eigenes Ding. Kommt halt drauf an, was du mit denen so machen willst. Ein Kaukal Horn of Chaka, oh Gott. Hirnschutzhund. Ich glaube, das wäre auch einer der letzten Hunderassen, die ich mir nehmen würde, so ein Hirnschutzhund, so einen riesigen. Keine belgische Schäferhunde, nur als K9-Kampfhunde beim Bund und die zerfetzen dich, wenn du nur existierst. Genau, das sind die mit dem kurzen Fell, die ich meinte. Es gibt 4 verschiedene Arten von belgischen Schäferhunden. Das sind die Mallis, die teilweise auch extra auf diese Polizei-Militärlinie gezüchtet werden, also richtige Arbeitshunde, Schutzhunde. Diese werden dann natürlich dementsprechend ausgebildet. Aber sie sind auch nicht von Geburt an so. Ich will einen Wolf oder so einen großen tibetischen. Oh Gott, oh cool. Okay, The Metal trollt mal wieder. Verliert Rika und manchmal Haare? Ja. Tatsächlich. Also ich muss vielleicht so alle 2 Tage einmal staubsaugen. Och, wie ist es denn, Mäuschen? Möchtest du noch mal was essen? Guck mal. Ja, der Hund unserer Friseurin, oh Gott, das muss ich erstmal hier anhalten, hat am Abend scheinbar einen Nachbarhund abgefangen. Der größere Hund hat sich ins Genick verbissen, das kleinere war echt schlimm. Ja, das kann passieren. Du merkst auch erst, jetzt hat sich weggeschlichen jetzt hier. Meinen Sie, damit kommst du jetzt davon? Also wenn man selber einen Schäferhund hat, dann denkt man sich auch immer, ja, was stellen die sich an hier mit ihren kleinen Hunden, nehmen die immer auf den Arm und so. Wenn du dann selber mal so einen kleinen Schisser hast wie den hier, dann verstehst du es plötzlich. Wenn da so ein Schäferhund schon hart in der Leine steht, dass man dann doch ein bisschen Angst hat um seinen kleinen. Na komm. Aber wir sind noch gar nicht fertig, komm mal, hopps. Es soll wohl auch eine Labrador-Weimaraner-Kreuzung geben, die etwas entspannter sind. Oh ja, oh, interessante Mischung. Die Version wirst du auf YouTube nicht finden. Die habe ich komplett abgeändert. Und noch mal ein bisschen was selber gedingst. Also das ist kein Video, was da abgespielt wird einfach. Was für Raid? Was? Schon spinnt schon wieder. Ich hab's verpasst. Donny raided? Donny hat schon geradet? Ahoi! Sind die denn schon da? Hab ich dann nur die Benachrichtigung nicht gesehen? Reingeradet? Dann hallo, ist Donny auch mitgekommen mit den Raidern? Das ist ja eigentlich hier genau Donny-Content. Wo ist er denn?
Herzlich willkommen. Ihr kennt bestimmt diesen jungen, haarigen Mann hier. Ach, da ist er. aus Donnys Erzählung. Er erwähnt ihn doch schon mal ein bisschen. Ja, Ricky? Donny und Ricky sind ein Herz und eine Seele. Muss man sagen. Donny hat sich sehr geduldig Rickons Vertrauen erarbeitet, indem er immer Maiswaffeln und was er sich mitgebracht hat, als er noch bei Rocket Beans war. Und irgendwann war es dann auch mal so weit, dass Donny nicht da war und Ricky dann einfach sich auf Donnys Platz gesetzt hat und dann gewartet hat, wo der Donny ist. Süß, oder? Und Möhrchen, genau. Es sind doch beide aus demselben Wurf, ja. Hey! Komm mal hier hoch. Na komm. Komm. Na komm. Ricky. Komm, ich leg die Bürste weg. Ich leg die Bürste weg. Ja, jetzt. Guck mal. In Donnys Namen kommst du noch ein Leckerchen. So. Donny ist auch ein Feini. Guck mal. Erinnerst du dich noch daran, wie der Donny dir immer Maiswaffeln gegeben hat? Ja, ohne Bürste klappt es. Da ist er nicht so misstrauisch dann. Kannst du ihm die Frisur von Mantel von Bonjour schneiden? So, jetzt reicht's aber mal wieder. Jetzt müssen wir nochmal hier so ein bisschen, was muss ich denn mal hier noch machen? Muss ich vielleicht noch ein bisschen hier. Ich glaube, hier vorne würde ich auch gerne mal noch hinsprühen. Guck mal nach oben, halte die Nase zu. So. Dass hier vorne mal alles ein bisschen seidiger wird. Ein bisschen ins Fell. Imprägnierspray, ja. Es ist Silk. Wie nennt sich das? Liquid Silk. Kommt der Hund aus Griechenland? Warum das denn? Den griechischen Blick. Hey. Doro Amani. Liquid Silk für den seidenen Dog von heute. Oh ja. Du hast dich fein einsprühen lassen. Fein eingesprüht. Wer Rickon aus Griechenland, läge ein Stapel Schablettenkäse am Tisch. Ja. Dogfluencer. Extra Volumen. Hundemodel. Ja. Ich merke hier vorne, bei den Beinen ist noch ein bisschen. Da sind wir noch nicht ganz durch. Aber die Beine mag er auch immer nicht. Das mag er auch sehr, sehr ungern. Die Rasse ist ein Shetland Sheepdog, kurz Sheltie. So, jetzt kann man vielleicht hier vorne ein bisschen durch mit dem Seidenspray. ASMR, Bürstenstream. Genau das, was man mittwochsabends haben will. Ne, heute zocke ich nichts. Es geht am Freitag weiter mit Seven vs. Wild. Folge 5 und 6 werden wir da zusammen angucken. Nächste Woche wird wieder gezockt. Und zwar wird es da eine Schlacht- und Mittelerde-Session geben mit Anton und Toni Maroni. Werde ich das zusammen spielen. Und, was ich auch überlegt habe, nächste Woche zu machen, das ist dieselbe Rasse wie bei Schweinchen namens Bacon. Nee, das ist ein Border Collie. Ich werde nächste Woche so ein bisschen das Best of RBTV schneiden, beziehungsweise die
die Materialsichtung machen im Stream. Da könnt ihr dann auch, wenn ihr irgendwo noch aus den Streams oder so irgendwelche lustigen Clips habt, entweder jetzt schon im entsprechenden Thread posten, rbtv.to/bestof, oder da nochmal in den Chat hauen. Ich glaube, am Montag mache ich das. Ja, hier kommt noch ein bisschen. Hier kommt noch etwas raus. War es ein großes Theater, ihn an diese Prozedur zu gewöhnen? Nee. Ah ja, da ist der Link von Teddy. Also wenn man einen Hund noch nie gebürstet hat, dann würde ich nicht sofort anfangen mit einer 2-Stunden-Session, sondern erstmal irgendeine ganz, ganz leichte Bürste und dann fängt man erstmal so ein bisschen und dann kriegt er dabei immer noch ein bisschen was. Erstmal also noch gar nicht richtig bürsten am Anfang, sondern nur so ein bisschen, dass er so halbwegs dieses Gefühl kennt. Und das machst du dann ganz oft. Und irgendwann kannst dann die Hardcore bürsten. Nee, man soll natürlich immer aufpassen, dass man es gar nicht erst so weit kommen lässt, dass er richtig verfilzt ist, wo es dann weh tut, das rauszubürsten. Sondern immer lieber jede Woche ein bisschen, sodass es dann nicht so schlimm ist. Wie sieht es denn hier aus? Hier, das Ärmchen wollte ich nochmal. Da liegt da viel drauf, das ist dann nämlich, neigt dann dazu zu verfilzen. So. Wasche, schneiden, föhnen. Kann sich irgendwo anmelden zu bürsten und Haare schneiden bei Mara. Speedy ist als nächstes dran hier. Demnächst das Liegen verbieten. Ist im Rentenalter ein Schild hart sein Leben, ja. Jetzt wird er ja schon 10 Jahre alt. Und man muss bei Hunden ja immer so mal 7 rechnen. Das heißt, er ist schon. Er geht schon so auf die 70 zu in Menschenjahren. Da kann man schon mal ein bisschen chillen, sich bürsten lassen. Da wollte ich auch dabei Leckerlis bekommen. Was wäre denn dein Leckerli, Speedy? Was isst du denn gerne? Er hatte schon Rente beantragt. Oh, das wäre schön. Da würde ich seine Rente abgreifen, damit er mal was zurückzahlen kann hier. Für dieses Gebürste. Was machst du, wenn er mal nicht mehr da ist? Ja, das ist die Frage. Mich vom Balkon stürzen. Mich gern anstellen fürs Bürsten. Hier wollen einige gebürstet werden. Tony Maloney? Ist das ein Tony Maroney-Nachmacher? Tony Maloney? Ihm gehören die Hälfte der Twitch-Einnahmen. Okay, jetzt sollen sie alle gebürstet werden. Oh, natürlich dann auch mit dieser haarigen, ekelhaften Bürste. Oh, hier muss ich noch was schneiden, merke ich gerade. Ich bin kein Nachmacher. Okay, dann ist es Zufall, dass du auch fast genau wie Tony Maroney heißt. Da, hier ist wieder eins. Filzlaus. Nordlöch will nicht gebürstet werden. Ihr müsst ja alle haarig sein, wenn ihr gebürstet werden wollt. Ja. Ich glaube, Speedy ist so ein richtig haariges Mäuschen.
Sauerkraut, die will gebadet werden. So, halt, stopp. Halt, stopp, sage ich jetzt. Halt, stopp. Puh. Hast du noch Lust, Ricky? Nicht mehr so. Nicht mehr so viel. Nicht mehr so ganz viel Lust. Mal Schelte gebadet, wenn der nass ist, fehlen einfach mal 2/3 Hund. Ja, das stimmt. Vielleicht kann ich mal gucken, ob ich ein Foto finde. Ich habe schon mal ein Foto gemacht, als ich ihn gebadet habe, und das ist wirklich... da ist sehr viel weg. Es ist Rikons Leibspeise. Rikons Leibspeise sind Möhren. Schöne, schöne Möhrchen. Da hatte sich einmal meine Hand verbissen wie so ein Piranha, weil ich da so ein Möhrenstück hatte. Das ist nicht mehr feierlich gewesen. Also so Möhren, wie nennt man es denn? Rinde. Nennt man es denn? Schale, oh Gott. Das fällt mir das Wort nicht mehr ein. Möhrenschalen. Die nimmt er auch sehr gern. Und da wollte ich ihr so ein paar geben, dann hing noch einer an meiner Hand und schnapp. Borke. Jetzt kuschelt er sich hier langsam hin. Und was ist dann passiert? Ja, ich habe ihr noch irgendwie den Mund wieder aufbekommen. Ansonsten hätte ich jetzt einen Finger weniger. Das ist dann gut, nämlich dass er nur so klein ist. Wäre das ein Schäferhund gewesen? Muss man Möhren schälen? Ich esse die immer so. Ich glaube, es ist, wie du willst. Ich schäle die immer. Und da ist Curtis. Ja, ich habe schon gedacht. CRTS hatte schon gefragt nach Ricky's Beauty Palace, wann das denn nochmal kommt. Und hier ist es. Sieht er denn schon schön aus, Chris? Du siehst es doch, oder? Der ist wunderbar gebürstet. Hat auch wirklich. Also, so sieht jemand aus, der überhaupt keinen Bock mehr hat. Der einfach nur denkt: Hoffentlich sieht mich der Chef nicht. Hoffentlich sieht mich der Chef nicht. Ich habe keinen Bock mehr zu arbeiten. Hoffentlich sieht mich der Chef nicht. Hoffentlich sieht mich der Chef nicht. Und das denkt er dann bis 17 Uhr und dann geht er nach Hause. Recht viele Hunde mögen Karotten, ist nicht wirklich überraschend. Echt? Ich kenne nicht so viele. Aber warum? Machst du auch einen Beauty-Song? Wop Dap? Oh Gott, stimmt. Da gab es doch mal... Bibi hat so einen Beauty-Song gemacht. Ist das Best-of eigentlich nur Content, der auf Main RBTV läuft oder auch Twitch-Clips? Auch Clips. Mein Labrador liebt Bananen. Ja, Bananen habe ich auch öfter schon gehört als Möhren jetzt. Das wäre mir jetzt neu. Dass so viele Möhren mögen. Ich glaube, Dean ist auch so ein Bananenhund. Pöttl weiß ich gar nicht. So. Hast du nur Lust? Hier, komm, wir essen. So, hier ist auch wieder. Hier steht wieder was zum Verkauf. Wer bietet was, kann sich diesen Fellknödel sichern. Gebote sind offen ab 40 Euro. Irgendwie muss ich ja hier noch Millionärin werden. Ein Kartoffel. 10,50 Mark.
Ich biete einen Fisch. Ein Bild von mir. Na, was schmeckt der Fellknödel? Das werde ich jetzt nicht ausprobieren. 80 Euro und Shikamaru hat. Das Ding ist gut bezahlt. Wo kommt das denn her? Wo kommt denn das 80 Euro? Das Ding ist gut bezahlt her. Das kenne ich ja gar nicht. Wahres Ferraris. In dem Kosmos bin ich gar nicht drin. Das letzte Preis her, das kenne ich natürlich. Kann man daraus das klöppeln? Puh. Also, wahrscheinlich könnte man daraus ein Kissen machen, aber ich weiß auch nicht, wie hygienisch das ist. Oder irgendeine Art Kuscheltier oder so. So. Jetzt hast du aber auch schon viel mitgemacht, Ricky. Wie lange haben wir denn hier schon gebürstet? Habt ihr mal auf die Uhr geguckt? Bürsten wir schon eine Stunde? Oh, das reicht aber dann auch. Das reicht aber dann auch. Das ist ja ganz fein gemacht, eine Stunde jetzt hier. Kissen, das ein Hund riecht. Ja! Er riecht gerade sehr gut, weil ich hier dieses Seidenspray raufgesprüht habe. Nach einer Stunde. Schnippi Manu! Ich glaube, Schnippi Manu ist ein Schlingel, glaube ich. Der Sessel auch noch bürsten, oh Gott. Okay, jetzt werde erstmal das nächste gebürstet, und zwar Zähne. Jetzt tue ich erstmal hier das Fell weg. So, jetzt wollen wir noch Zähnebürsten hier. Komm. Er zwickert mir gerade nur so zu. Ja, na komm. Ich. Vom Zähneputzen hier noch einmal. Guck mal. Aha. Weggebürstet. Setz dich mal hin. So. Jetzt wollen wir natürlich auch noch die Zähnchen gucken. Oh je. Er ist leider ein großes Zahnsteinopfer. Das seht ihr jetzt gar nicht, ne? Oh je, oh je, oh je. Und jetzt? Eigentlich müsste ich mal seinen Zahnstein entfernen lassen. Nutzt Rickon eine elektrische Zahnbürste? Nein, er benutzt diese hier. Ja, das ist genetisch bedingt, glaube ich, auch. Die Schäferhündin, die ich hatte, die wurde 11 oder 12 und die hatte fast gar nichts. Die haben exakt dasselbe Futter. Kommen, also daran kann es nicht liegen. So, Mündchen auf. Schnäbelchen auf. Schlägt sich der Stuhl. Ey! Spuckst du mich mal an hier mit deiner Zunge? Guckst du mich an mit deiner Zunge?
Was schmeckt die? Das riecht so nach so mintig, also wie eine typische Zahnpasta. Das ist Service im Studio, Mara. Verstörende Weise entspannt, okay. So, jetzt zeig mal nochmal deinen Schnabel hier vorne. Vorne noch ein bisschen. So, kannst du die Leute mal angrenzen. Sehr creepy. Bisschen creepy. Bisschen creepy grinsen, das awkward smile. Nee, das mache ich nicht jeden Tag. Aber ich wollte jetzt hier nochmal ein bisschen. Ich habe hier so eine Zahnpflege gegen Zahnstein. Und da wollte ich vorher noch Zähne putzen, einmal bevor ich das drauf mache. So. Ein bisschen was ab. Nach jeder Mahlzeit, oh Gott. So. Schmirgelpapier. So. Das wird jetzt hier einmal so aufgetupft. Weißt du nicht da drauf? Ist fein, das war jetzt die eine Seite. Rauch zwei Schachteln am Tag. So, Zähne bekommt ihr nicht geputzt, so jetzt reicht's. Jetzt reicht's mit euren Bürstenwünschen. So, jetzt mach ich die andere Seite. Aufmachen. So, ist fein. Puh. Ja, Pediküre, Maniküre, ja, das ist die Frage. Normalerweise hätten wir noch ein bisschen. Aber das jetzt alles an einem Tag zu machen. Sitze jetzt hier schon eine Stunde ganz lieb. Jetzt noch die Krallen zu schneiden, schon ein bisschen fies. Schon sehr, sehr viel jetzt, hm? Da muss man auch mal ein bisschen chillen dürfen. Er schlägt schon nach Gnade. Hm? Reicht jetzt wieder. Auch wissen, woran es gelegen hat. Woran hat es gelegen, dass ich jetzt hier gebürstet werden musste? Vielleicht hat man vermutlich bessere Zähne als die meisten Menschen. Naja, nee, das glaube ich nicht. Jetzt nur ein Leckerchen, gerade nach dem Zähneputzen, Nurak. Wo geht's denn jetzt hin? Wo geht es denn jetzt hin? Hm? Guck mal. Jetzt präsentier doch mal den Leuten, wie schön du jetzt hier bist. Sieht man wahrscheinlich gar keinen Unterschied, aber ich fühl's. Also wenn ihr ihn jetzt streicheln könntet, dann würdet ihr es merken. Schwupps. Da ist er weg. Puh, so. Ich stehe jetzt mal hier. Ist jetzt
stumm hier mir die Kamera umzustellen. Moment. Okay, wenn ich mich irgendwie so hinsetze, ist er gechillt. Rekon hat ein bisschen was von einem Meerschweinchen in der Plüschoptik. Wenn man ihn streichelt, schlägt er den ganzen Arm ab. Ja, hier sind einige im Chat, die Rekon auch schon in echt getroffen haben. Die werden sicher, also entweder ist er vor ihnen weggerannt oder hat sich dann komplett abschlecken lassen. Nee, andersrum, das hört sich jetzt an, als hätte der Hund sie abschlecken lassen. Was auch sein könnte, ich wäre mir da nicht so sicher bei CRTS. Ich habe Rekon schon in echt getroffen. Was? Wer bist du denn, Platonius? Wo hast du ihn denn getroffen? Sitzt wie El Bandi, ja. Ist wirklich, dass ich noch im Bild bin. Ich habe natürlich hier wieder meine Tastatur. Quickbornstraße, du gingst mit ihm spazieren. Ach so, also hast, aber du bist nicht zu uns hingekommen, oder? Dann hast du ihn nur gesehen, oder wie? Oder doch? Hat euch vorbeigegangen. Ja, dann musst du doch mal wispern, ich bin's, Platonius. Das weiß ich doch nicht, dass du das bist. Aber tatsächlich erkennt man meistens Rocket Beans Leute irgendwie schon so. Die haben schon so einen Blick. Da erkennt man die schon. Manche tragen dann natürlich auch noch Merch. Da erkenne ich es dann auch. Ja, Prä hätte sagen müssen. So ein creepy Blick. Nee, wir waren einmal, wo war das denn? Ich glaube, das war bei dieser Nachtwanderung mit Gunnar und so. Da waren wir davor oder danach. Och nee, ist das hier blöd zu sitzen. Waren wir davor oder danach noch bei McDonald's und haben uns da was zu trinken geholt oder sowas. Und da war schon jemand so an der Theke. Und hatte diesen Blick, ich kann es so schlecht beschreiben, das ist dieser Rocket Beans Blick. Dieser, ich kenne dich, aber du kennst mich nicht Blick. Dieser Prä-Prä-Blick. Und dann habe ich den da schon hinter der Theke gesehen und dachte, okay, das ist wieder einer. Das ist wieder einer von euch Schlingeln. Und tatsächlich, er hat so alles ganz normal ausgeteilt. Und dann irgendwie am Ende kam er nochmal zu uns zum Tisch. Erst, ich dachte, beim Austeilen so an der Theke sagt er schon irgendwas. Da dachte ich schon, ich hätte mich geirrt. Aber dann kam er nochmal zum Tisch und ich dachte, yep, wieder einen erkannt. Der Monkersblick. Ich kann den Blick ja selber nicht machen. Ich bin ja nicht so ein Schlingel. Ich bin ja nicht so ein Chat-Schlingel. Das müsste Platonius jetzt mal den Blick machen. Obwohl ich ja nicht weiß, ob ich ihn erkannt habe. Vielleicht hat Platonius den Blick auch nicht gemacht. Ich hatte auch was gesagt, aber hing am Telefon. So, oh, jetzt kommt hier die Erklärung. Jetzt kommt hier die Erklärung. Stört es dich, wenn man dich anspricht? Nee. Aber ich habe das Gefühl, durch Corona und sowas alles ist das auf jeden Fall weniger geworden. Also, dass man auch generell so Leute anspricht oder mal was fragt oder sowas. Irgendwie traut man sich nicht mehr so nah an Leute ran. Aber ich weiß auf jeden Fall, also auch als wir noch Führungen hatten bei Rocket Beans, da kam es auf jeden Fall schon mal vor, dass dann irgendwie nachher Leute dann auch denselben Weg hatten und dann ist man noch ein bisschen da zusammen die Straße lang gegangen oder sowas. Oder die Leute haben extra gewartet, das wäre natürlich noch mal was anderes, aber ich weiß nicht. Ich glaube, das war Zufall. Seit Corona gehe ich nicht mehr raus. Hab Schreck mal am Berliner Hauptbahnhof gekreuzt und war so überrascht, dass ich ihm einfach angelächelt habe. Ja, daran merkt man es natürlich auch. Also entweder haben sie diesen Ich-kenn-dich-Blick oder
grinsen einfach so. Und dann weiß das auch, okay, das ist Rocket Beans Zuschauer. Weißt du, wann Pen Paper weitergeht? Ich glaube am 7. Januar, wenn du von Tabor sprichst. Führungen wurden doch wegen Florentins Ausraster gestoppt. Ah, diese Mats war sehr gut. Zufällig in der Ecke gewartet, wo Mara immer mit Rigon Gassi geht. Ja, zufällig, ja, keine Ahnung. Gibt es auch richtige Fanboys, die man zufällig... Also was meinst du denn mit Fanboys? Wie müsste dann das Verhalten sein, dass das deine Definition trifft? Also dadurch, dass ich den Hund habe, muss ich ja sowieso jeden Tag dreimal rausgehen. Ja, jetzt hat sich das Thema ergeben, Platonius. Wir möchten jetzt gerne noch einmal durchdefinieren, ob du ein Fanboy bist oder nicht. Also bleib dran, es wird spannend. Die dann halt aufgeregt sind. Ich glaube, das nur bei so, war denn das? Beim Geburtstag oder so, also wo richtig viele Leute da sind und man weiß doch schon, dass man Rocket Beans Mitarbeiter trifft und sowas. Und ich glaube, da habe ich schon eher Leute getroffen, die aufgeregt sind. Jetzt draußen würde man dann wahrscheinlich einfach nicht angesprochen von Leuten, die dann aufgeregt wären, habe ich das Gefühl. Die sind dann am Telefon. Aufgeregt wegen Rico natürlich, ja. Aber ich glaube, die unangenehmeren Gespräche hatte ich eher mit Leuten, die nichts mit Rocket Beans zu tun haben. Ich meine, wenn man Leute von Rocket Beans trifft, dann sind die eigentlich auch immer super lieb und sowas. Also ich habe da keine schlechten Erfahrungen gesammelt. Eher mit Leuten, mit so random Leuten, die dann so weird sind, habe ich eher schlechte Erfahrungen gemacht, aber die hatten nichts mit Rocket Beans zu tun. Ecke Quickbornstraße, ich weiß nicht mal, wo das ist. Muss ich gerade mal nachgucken. Quickbornstraße, da gehe ich doch auch eigentlich gar nicht her. Vielleicht hast du ja mal mich gar nicht gesehen. Warte mal. Hä? Was soll ich denn da gewesen sein? Platonius. Ich weiß es auch nicht. Ich habe die Straße jetzt mal als rot markiert. Vermeiden. Ich glaube, Platonius war einfach sehr viel im Doppelgänger-Thread. Und da kann es natürlich sein, wenn da eine Person ungefähr so lange Haare hat und die braun sind, dann bin ich offenbar alles, was da gepostet wird im Forum, im Doppelgänger-Thread, das ist nicht mehr feierlich. Vorsicht mal, das könnte auch einer von Bonjour sein. In der Straße wird jetzt Gollum auftauchen. Nassie habe ich auch schon gesehen mit Dean. Also, kann es sein, dass du irgendwie so ein Hunderadar hast? Hast du zufällig auch schon Lars mit Milo gesehen? Und Simon mit Pöttl habe ich auch schon hinterhergestellt. Du hast wahrscheinlich unsere Hunde irgendwie getrackt. Kann das sein? Ich glaube, Platonius hat eine Karte von Hamburg an der Wand mit Reißzwecken drin, wo er Mara überall gesehen hat. Dann lass den armen Platonius in Ruhe. Ich glaube, er ist kein Stalker. Ich glaube, ich habe Platonius gerade am Fenster gesehen.
Ja, der Doppelgänger-Thread hatte auch mal goldene Zeiten. Also hin und wieder sieht man was, was gut ist, aber ich verwechsel Mara auch ständig. Ich dachte, ich hätte sie gesehen, aber war doch Chino. Vom Fenster waren nur die Armen, sehr gut. Morrison Männer. Das ist das Sofa von Couch an Couch, aber ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass sie jedes Mal in meine Wohnung einbrechen, um sich ein Sofa zu holen. Passiert hier heute noch was, Grumpy? Hier ist einiges passiert. Es wurde ein Hund gebürstet, verdammt. Was hast du eigentlich heute gemacht, Grumpy? Das ist mal die bessere Frage. Hast du hier schon mal erzählt, wie du zu Rocket Beans gekommen bist? Fragt Randolph der Eroberer. Die Frage werde ich dir beantworten, weil du zwei Unterstriche im Namen hast. Ich habe auf YouTube das Pen and Paper Tears gefunden. Und gerade passend zu der Zeit, wo ich auch so langsam mit dem Studium fertig war. Und dann dachte ich, was ist das denn? Gucke ich mir mal die Website an. Waren Stellen ausgeschrieben, habe mich beworben, ganz normal, ohne irgendjemanden auf der Reeperbahn zu treffen oder so. Und es hat geklappt. Erst nicht, aber dann haben sie es 2 Wochen später nochmal gemeldet und gesagt, wir nehmen es doch zurück. Passt doch. Ich hatte mal im Fernsehen einen Doppelgänger von mir, dachte nur, what the fuck. Habe ich den beim WDR getroffen, war schon echt gruselig, oh. Ja, Speedy denkt sich gerade aus, dass er was gewonnen hätte. Womit sind seit der Sendeumstellung eure Grafiker, Cutter etc. beschäftigt? Eigentlich mit demselben wie zuvor auch. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, Exuberant Viking, aber es erscheinen ja weiterhin jeden Tag Shows und Videos auf den VOD-Kanälen. Und die müssen ja auch gemacht werden. Dachte neulich, ich habe eine Doppelgänger von mir gesehen, war doch nur Brad Pitt. Sehr gut. Ich wohne in Eidelstedt und habe noch keinen von euch gesehen, aber gehe ja auch nie raus. Ja, na gut, Eidelstedt ist ja auch noch ein bisschen entfernt. Da habe ich mir auch anfangs mal eine Wohnung angeguckt, da hätte ich auch erstmal noch irgendwie eine halbe Stunde mit der Bahn nach Hamburg reinfahren müssen. Mach's gut, Heinz Harz. Denk bei der einen oder anderen Fritte an Ricky. Ich hätte erwartet, dass es nun wesentlich weniger zu schneiden gibt als vorher. Oh, nee, nee, nee. Wie wird man hier Mod? Also, die Nummer 1 Voraussetzung ist, dass man nicht Mui heißt. Uni hatte der Crumpy heute. Wohne in hohe Luft, Ecke Eppendorf. Oh, Platonius. Gefährlich. Da könntest du einige Leute sehen. Keine 95er-Jahrgänge bei Mods. Ja, das ist Punkt 2. Alle, die für Game 2 arbeiten, machen ja genau das gleiche wie davor, genau. Mach's gut, Summer Boogie, Boogie, Boogie Fizz. Oh Gott, was sind das für Namen jetzt auch schon wieder? Summer Boogie, Boogie Fizz. Schreibt da so einen Block und dann kommt Uni hatte der Grumpy. Ja. Ja. So. 95er sind 931er. FIS ist doch der internationale Skiverband. Ich verabschiede mich mal, die neueste Folge 7 Wars Wild gucken, Setchand. Du Schwein, ich muss noch einen Tag warten. Nein, das ist ja erst Mittwoch.
muss noch 2 Tage warten. Mega entspannt hier mit dem Vogelgezwitscher. Ich habe überhaupt kein Vogelgezwitscher hier, Randolph. Wo hörst du nur Vogelgezwitscher? Mit dem Vogelgezwitscher und die Stimmen, die einem erzählen, was man morgen machen soll. Randolph? Ich höre es auch. Ja, ich habe Vogelgezwitscher. Also ich wollte jetzt mal Randolph ein bisschen trollen, aber ihr habt es natürlich jetzt wieder kaputt gemacht. Bei dir piept es wohl, ja. Sag ein Beutlins sind auch nicht gern gesehen hier. Nur das Tetris-Theme im Kopf. Ne, beim Sif-Gipfel mache ich nicht mit. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Finde ich komisch, wenn ich kein Gezwitscher höre? Ja, dann hast du wahrscheinlich was gezwitschert, wenn du nichts hörst. Speedy. Krugi hat Sittiche, die nicht so gleichmäßig Geräusche machen. Krugi hat Vögel? Die Vögel in meinem Kopf schreien nach Blut, oh Gott. Krugi hat auch ein Eichhörnchen. Das ist anders als ein Eichhörnchen. Können wir Endgegner hier gucken? Oh. Ist das schon draußen? Wärst du mal bei einem Crusader Kings 3 reingespielt? Ja. Wenn, ja, ich muss mich, glaube ich, noch ein bisschen mehr reinfuchsen. Ich habe ja, glaube ich, jetzt erst 2 Runden gespielt, so ungefähr. Also zwei Streams das gespielt. Ich befürchte, ich muss noch ein bisschen besser werden. Aber dann würde ich bestimmt mitmachen. Ja, wir könnten noch so zum Schluss ein bisschen Endgegner gucken. War das das Endgegner Game 1? Wie fandest du eigentlich die Hobbit-Filme? Ich habe die ein einziges Mal in der kompletten Fassung gesehen. Seitdem gucke ich nur noch die zusammengeschnittene Version, wo einiges rausgeschnitten wurde. 1000 Stunden Crusader Kings, sagt Jay Touchdown. Habe wegen eurer ganzen Streams auch wieder mit Crusader Kings angefangen. Sehr gut. Endgegner Game 1. Die Vögel rufen Nordlurch davon. Mach's gut, Nordlurch. Fehlt dir Tom Bombadil in den Filmen? Nee. Ich finde, das ist eine gute Entscheidung, ihn rauszustreichen. Beziehungsweise, wir haben ja schon... ich habe ja mit Anton und Florentin so 2 verschiedene Versionen geguckt. Von einmal eine sowjetische Version von Herr der Ringe und einmal eine... noch eine Version vom Hobbit, eine sowjetische Version vom Hobbit. Und ich fand bei der Herr-der-Ringe-Version fand ich es nicht schlimm, dass Tom Bombadil nicht dabei war. Also da hat man gut gesehen, wie das hätte sein können, wenn Tom Bombadil auch noch dabei gewesen wäre. Und es geht. Wo kann man die denn gucken, diese alternativen Cuts? Nun, wenn's... Vielleicht, ich weiß es nicht, google mal nach... Wie heißt denn das? Moment, ich muss mal meine Sicherheitskopie gucken. Google mal nach. Wo ist es denn? The Hobbit, The Tolkien Edit. Also wie gesagt, ich habe eine Sicherheitskopie sicherheitshalber auf meinem PC gelagert. Aber wo du das herbekommst, kann ich dir jetzt hier so nicht sagen. Spielst du das neue AOE? Ich habe die Kampagne sehr viel gespielt und ein paar Runden mit Maxim gespielt. Wie lang ist die Fassung? Moment, ich schaue mal eben bei meiner Sicherheitskopie.
Hey, bin ich blöd? Die hatte ich ja gerade noch. Die Fassung ist, die ich habe. Wo sehe ich es denn? 4,5 Stunden. Recut by Tolkien Editor heißt der, der es geschnitten hat. Die war einfach so plötzlich auf meinem PC. Da ist alles rausgeschnitten, was nicht im Buch vorkommt. Das ist einiges. Knapp unter 4 Stunden heißt Cardinal Cut. Dann geht der Film 20 Minuten. Ja, also so langsam. Aber vielleicht sitze ich auch einfach jetzt immer hier so. Hier mal eine Tastatur hier. Wer war denn das nochmal, der das gesagt hat? Ich hätte eine Tastatur um. Vielleicht mache ich das auch einfach wirklich. Ach, der ist ja maximal unbequem. Das ist ja maximal unbequem. Oh, Herzerei ist auch schon wieder im Chat. Arcane habe ich angefangen. Will ich auf jeden Fall noch weiter gucken. Warum ist Rocket Beans eigentlich off? Rocket Beans TV geht donnerstags und freitags live und einmal im Monat samstags und veröffentlicht ansonsten jeden Tag VODs auf den Rocket Beans Kanälen. Und gleichzeitig sind 7 Leute von Rocket Beans auf Twitch aktiv, wie du auch in diesem Stream hier siehst, die ebenfalls Content liefern und auf ihren eigenen YouTube-Kanälen hochladen. So, Muhi. Muhi ist ein Troll. Ich vermisse Moin Moin mit Florentin. Er macht teilweise ähnliche Sachen auf seinem Twitch-Kanal, beziehungsweise kannst du dir mal auf dem YouTube-Kanal gucken. Da hat er letztens einen Stapel Me Around gemacht und seine ganzen T-Shirts vorgestellt. Das war sehr Moin Moin. Haft. Fun Fact zu den Herr der Ringe-Filmen: allen Teilen redet niemals eine Frau mit einer anderen Frau. Das habe ich auch schon mal gehört. Das hat so einen bestimmten Namen, ne? Irgendeine Blablabla-Theorie oder sowas. Der Bechteltest, ja genau, ja, exakt so heißt es. Sieben Leute im Twitch-Squad, da lässt sich doch Seven vs. Wild ein Gag machen. Wie viel gehen Einnahmen von den Einzelpersonen-Streams an Rocket Beans? Die sind hauptsächlich gedacht für den Inhalt, der hier gemacht wird von den einzelnen Leuten. Das heißt, wenn du hier subst oder sowas, geht es an die Person. Und es kommt jetzt darauf an, wenn die Person zum Beispiel eine Kooperation mit Rocket Beans hat, dann wird es nochmal anders aufgeteilt. Aber zum Beispiel so ein einfacher Sub, damit unterstützt du die Person. Heute zocke ich nichts. Bechteltest ist aber auch umstritten. So genau kenne ich mich damit nicht aus. Ich habe nur gesagt, dass ich schon mal das Wort Bechteltest gehört habe und so ungefähr weiß, was das heißt. Ich sage, Florentin ist zuerst raus bei Seven vs. Wild. Von den 7 Leuten. Boah, schwierig zu sagen. Wie, du bekommst unser Geld. Na, erstmal greift sich ja Twitch die Hälfte ab. Noch bin ich kein Twitch-Millionär, muss ich leider sagen. Die erste ist Ede, wird gesagt. Ja, weiß auch nicht. Simon. Also bei Simon kann ich mir auch vorstellen, dass er so direkt irgendwo runterfällt oder umknickt. Oh, der Mui.
Dankeschön, Mui. Genau, da muss ich Rikon ja noch 40% geben, also so viel bleibt mir da nicht. Unge hat einen Bauernhof, was? Werf Mara immer Geld in den Briefkasten, ich respektiere ihre Privatsphäre. Ja, ich glaube, Simon hat einen Vorteil, weil man ist ja eigentlich in Isolation und Simon nimmt sich dann einfach seinen Socken, macht die zwei Augen da drauf und schwupps, hat einen Gesprächspartner. Ich habe auch einen Bauernhof, nennt sich meine Mitbewohner. Ich will ja nichts sagen, aber in der ersten Folge Seven vs. Wild ist jemand rausgeflogen, weil er an einem morschen Baum gerüttelt hat. Und irgendwie könnte ich mir das in der Runde auch vorstellen. Kleiner Nierenschlag. Ach Quatsch, der weiß doch, wie das gemeint ist. Ihr könnt doch nicht immer, wenn einer in irgendeinem Stream irgendeinen Witz macht über einen, jetzt hat sie es ihm gegeben, jetzt hat sie ihn gedisst. Zweite Folge war das, ach ja, stimmt. Ja, ich lüge schon wieder. Herzerei hat es aufgeklärt. Beste Erklärung, wie Socko entstanden ist. Anzeige ist raus. Eins, drei, drei, sieben Zuschauer, sehr gut. Elite. Okay. Ja, wir können von mir aus noch Endgegner gucken. Sind denn viele, viele am Start, die sich gut mit Game One auskennen? Also ich muss ja sagen, ich bin ja erst ab Rocket Beans dazugekommen, habe davor überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Kommt auf die Fragen an, na klar. Also ich weiß gar nicht, ob ich da eine Frage beantworten kann. Würde sagen, ja, aber ich habe kein gutes Gedächtnis. Logisch. Darfst du einfach Rockmins Zeug live anschauen? Ja. Herzer. Seit der ersten Folge bin ich alt und dement. Wir können das machen. Ich habe ja hier auch schon mal das Best of. Nee, was habe ich. Doch, das Best of habe ich geguckt. Ich würde es aber, glaube ich, nicht auf YouTube hochladen, wie wir das gucken. Weil da sollte ja auf jeden Fall das Rocket Beans VOD anklicken und nicht Reactions gucken. Wäre jetzt so mein Gedanke. Aber wir können das gerne noch machen, so als Rausschmeißer. Geht ja, glaube ich, auch nicht so lang. Oder ist es extra lang? Exklusiver Rausschmeißer-Content. Eine Stunde! Nee, das ist mir zu lang. Ich dachte mal, eine halbe Stunde wäre es okay gewesen. Was jetzt doch 30 Minuten? Trollt ihr mich jetzt hier schon wieder? Wie lange streamst du heute? Ich wollte nämlich jetzt eigentlich nicht mehr so lange. 58. Sag mal, Herzer. So, ich hat's jetzt ein TO, jetzt reicht's mir. So. Ja, das ist eine Stunde. Nee, das ist ein bisschen zu lang. Eigentlich, während jedes guten Spiels muss eigentlich, Streams muss Herzer eigentlich ein TO kriegen. Herzer hat die Minuten genommen, seitdem es online ist, ja selber dran schuld, Herzer. Aber schnelle Minuten. Ne, wir machen schön am Freitag, machen wir Seven vs. Wild. Gucken wir weiter. Machen wir vielleicht auch ein bisschen länger. Also davor noch ein bisschen drüber reden, danach noch ein bisschen reden. Da kommen wir bestimmt auch wieder auf 2,5 Stunden, drei oder was auch immer. Gut. Max Wagler.
Ich habe das Gefühl, er wird mir immer dasselbe ausgewählt, oder? Der Elbenwein wird richtig oft hereingerollt. Dabei habe ich ungefähr 20 verschiedene Texte. Wann geht's mit Gollum weiter? Ich glaube, nächste Woche habe ich, glaube ich, alles schon mit anderen Sachen verplant. Also dann die Woche drauf, oder ich müsste noch mehr streamen. Mal gucken. Nächste Woche steht erstmal unter dem Zeichen Best-of-Schnitt. Also wir werden schön das Material sichten. Wenn du ständig betrunken bist, wo kommt das denn jetzt hierher, kunstlose Brotdose? Erkläranlage aus Kriegloch. Dankeschön. Wo war ich jetzt? Jetzt habt ihr mich verwirrt. Neue Emotes. Oh, gehen die Emotes. Oh, endlich. Die sind seit 2 Tagen in der Genehmigungsschleife. Okay, dann habt ihr jetzt neue Emotes. Da hau die mal alle in Chat, Grumpy. Da müsste jetzt auch das Ohö bei sein. Ach so, was nächste Woche ansteht, genau. Was nächste Woche ansteht, erstmal Materialsichtung, Best-of-Schnitt. Best-of muss geschnitten werden für Rocket Beans TV. Da werden wir uns angucken, was alles an Vorschlägen reingekommen ist. Dann gibt es eine lange Herr der Ringe-Runde mit Anton und Schlacht um Mittelerde. Und dann wollen wir natürlich auch wieder... Was, das Ohö ist nicht genehmigt worden? Was? Moment. Wo ist das Ohö hin? Bei ihm hier rein. Bei mir steht auch, dass die alle noch nicht genehmigt sind. Wollt ihr mich veräppeln? Nur Rickon Winkt ist gerade zugelassen? Ich habe doch noch ganz viele andere. Gut. Dann habt ihr aktuell erstmal nur den ringenden Winkon. Wäre es mit einer Kollaboration mit Motoru? Ihr könnt mir jederzeit auch Sachen schicken oder wenn Motoru dann noch irgendwie ein extra Piece oder so einfügen will. Ich habe, glaube ich, öfter mal Sachen von der Community auch mit drin. Ich verstehe nicht wirklich wieso, aber teilweise müssen Emotes überprüft werden und teilweise nicht. Also hier, dieser winkende Rickon musste auch überprüft werden. Ich habe im Moment 4 Stück in der Genehmigungsschleife drin. Das war eins davon und jetzt haben sie erstmal nur eins genehmigt. Das ist auch nicht Winkon. Yes. Ja, wir machen erstmal Schluss hier für heute. Oh Gott, okay, ich kann mich ja gar nicht richtig hinsetzen, da seht ihr mich gar nicht. Wer ist denn hier da? Wer ist denn hier? Was ist hier? Valorantin? Am Mittwoch? Dann schicke ich euch da mal rüber. Wer will wieder ballern, der Junge? Ja, dann passt das doch sehr gut. Meld mich mal ab, ich muss noch was tun, Sesha. Was hast du denn jetzt hier noch zu tun? Der Erzfeind von Lars-Erik Paulsen. Ja, dann wünsche ich euch mal noch ganz viel Spaß, falls ihr da zuschaut. Dann schicke ich euch mal rüber. Irgendwie gehen Maras Streams nur 10 Minuten, das waren jetzt hier 2 Stunden, du Schlingel. Was hast du denn zu tun, außer streamen? Mui ist immer wieder frech. Okay, so. Und dann sehen wir uns hoffentlich am Freitag, wenn Seven Wars Wild weitergeht. Falls ihr die ersten Folgen nicht gesehen habt, könnt ihr nachholen auf YouTube. Da ist auch die Reaction-Zeug, das Reaction-Zeug von mir hochgeladen. Und so. 7 Stunden. Oh Gott. Dann macht es gut.